da immer mehr Leute auf meinen Kanal kommen und natürlich sich darüber informieren, was so Krypto angeht, sind die vielleicht auch auf das Video geschubst, wo es um das Thema Staking ging und steuerliche Betrachtung von Staking. Darum geht es heute, denn da hat sich etwas getan. Los geht's. Hallo liebe Kryptorianerinnen und Kryptorianer. Hier ist wieder euer Oliver und heute geht es um ein Thema, das, man sollte es nicht glauben, positiv vom Finanzministerium kommt. Bis vor kurzem war es so, dass das sogenannte Staking, Klammer auf, ich kann meine Coins, die ich besitze, verleihen, Klammer zu, dass das Staking mit einer Haltefrist von 10 Jahren versetzt war. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich Cardano, den ADA-Token, wenn ich da für 1000 Euro Cardanos habe, dann kann ich die in Staking geben. Dafür bekomme ich einen prozentualen Reward zurück. Ja, in Form von Cardanos. Wenn ich also diese 1000 Euro Cardanos in Staking gegeben habe, dann musste ich diese 1000 Euro Cardanos musste ich halten, und zwar für 10 Jahre. Vergleichbar wie eine Eigentumswohnung, die man sich kauft für einen Preis 200.000 Euro. Ich vermiete die, dann muss ich, wenn ich die nach 5 Jahren verkaufe, für einen Wert von 500.000, muss ich diese 300.000 Euro Gewinn dieser Wohnung, die ich jetzt während der Marktphase gemacht habe, komplett versteuern, zu meinem individuellen Steuersatz. Und genauso hat es sich verhalten mit Coins und Tokens, die ich in Staking gegeben habe. Diese 10-Jahres-Frist ist jetzt weggefallen. Was bedeutet das? Ich habe für 1000 Euro Cardanos, ich gebe die in Staking, ich bekomme Rewards, sagen wir 5%, dann bekomme ich pro Jahr ungefähr für 50 Euro Cardanos wieder zurück, die dann in mein Portfolio gehen. Ihr seht also, wir haben hier einen Zinseszinseffekt. Ich bekomme einen Reward zurück in Cardanos, mein Portfolio an Cardanos wächst und ich bekomme automatisch, da die ja im Staking drin sind, wieder noch mehr Rewards zurück. Okay. Dadurch, dass das weggefallen ist, bedeutet es, dass ich, auch wenn ich jetzt diese Cardanos verkaufe, sagen wir nach 5 Jahren, weil der Kurs so in die Decke, durch die Decke gegangen ist, dass diese 1000 Euro jetzt 20.000 wert sind und ich verkaufe die, dann kann ich das tun. Denn der Gewinn, diese 19.000 Euro, die muss ich nicht zum individuellen Steuersatz versteuern. Okay, diese 10-Jahres-Frist ist weggefallen. Das ist ganz interessant für diejenigen, die da langfristig, mittelfristig, langfristig investieren möchten und einfach sagen, okay, ich bekomme auf Bitwavo, gebe ich hier nochmal auf das Video, ich empfehle Bitwavo von Herzen für private Anleger. Geht da drauf, da findet ihr auch einen Affiliate-Link. Wenn ihr euch da über diesen Link anmeldet, bekommen wir ein paar Cent zurück. Ihr zahlt aber grundsätzlich nicht mehr. Okay, habe ich also Cardanos auf Bitwavo, dann bekomme ich ca. 5% an Rewards zurück. Ist eine feine Sache, vor allem wenn man dann sagt, man ist noch jung, nicht so alter Knochen wie ich, sondern sagt so, ich möchte in den Markt jetzt 10, 20, 35, 30 Jahre investieren und bekomme dann natürlich dann dementsprechend immer mehr. Okay, feine Sache. Danke ans Finanzministerium, man sollte es nicht glauben. Ansonsten... Okay, ja, das war es jetzt von mir. Ich wollte mal schnell darauf hinweisen, Leute, wenn ihr Coins habt auf Bitwavo oder bei anderen Börsen, gebt ihnen Staking. Wir sind da ein bisschen safer jetzt. Ihr müsst natürlich die Rewards angeben. Ja, nicht vergessen, ich bin kein Steuerberater. Auch nicht vergessen. Aber immer schön angeben bei der Steuer. Melden macht frei, heißt es bei der Bundeswehr. Das war es von mir. Von Herzen. Werdet, seid, bleibt gesund. Bis bald.